Servus Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und ja, heute ist wieder Multiteam angesagt. Hier ist geht die Serie weiter. Das ist die zweite Folge praktisch von Nuklear mit jeder Pistole. Es ist wieder von Jeton, der spielt. Ja, er hat die Taktwelt sicher gespielt. Das ist auch die zweite Waffe. Er war hier taktisch unterwegs. Also taktisch mit der Gauner-Tarnung. Ihr wisst, wie es läuft. Mit der taktisch unterwegs gewesen. Auf jeden Fall ist heute Samstag und ich denke mal, ihr werdet das Video entweder Samstag oder Sonntag sehen. Und ja, oh mein Gott, ich hatte schon wieder so krasse Fails, ne, also mit der scheiß Execution, ne. Aber glaubt mir, ich schaff dieses Gameplay. Ich werde es vor Jeton oder dieses Mal auf jeden Fall vor Jeton schaffen. Obwohl, B23, er ist auch noch nicht erspielt worden. Aber ich denke mal, das wird nicht so das Schwere sein, weil ja, das ist ja eine Dreischuss, also ich sag auf jeden Fall mal, die Execution ist die schwerste. Danach kommt die BER und danach die Cup. Weil ich weiß nicht, die Cup geht irgendwie so scheiße schnell leer, Mann. Und ja, keine Ahnung. Sorry, falls ich mal ab und zu so schreie, aber ich hab halt den Game Sound auch. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine behinderte Angewohnheit von mir. Wenn ich zum Beispiel laut Musik höre, dann schreie ich auch rum wie so ein geisteskranker Spast. Oder keine Ahnung, wenn ich mit meinen Kollegen Headset rede. Und keine Ahnung, die reden auch laut und ich habe einen übelst lauten Gamesound, keine Ahnung, dann schreie ich automatisch rum, weil ich will das irgendwie übertönen. Vielleicht kennt ihr das, keine Ahnung. Ja, ich weiß, es ist so eine behinderte Angewohnheit, aber ich glaube, das bin ich nicht der Einzige. Aber egal, auf jeden Fall. Ist echt eine nice Nuklear, muss ich schon sagen. Die Nuklear ging hier, glaube ich, so 4 Minuten, keine Ahnung. Und ja, die Lobby war auf jeden Fall auch richtig nice. Ist hier, war der Wilson dabei, der Pro Gamer Number One. Er hat hier auf jeden Fall, ich denke mal, das war wirklich sein erstes Spiel, Call of Duty, sein allererstes Call of Duty Spiel praktisch, seine erste Runde. Und er hat seinen allerersten Kill bei Jeton gemacht. Also hätte er den bei mir gemacht, dann wäre ich auf jeden Fall ausgerastet. Aber ist ja auch scheißegal. Er ist auf jeden Fall ein lustiger Typ. Der hat ab und zu, er hat hier zwischenzeitlich einmal mit der Scorpion gespielt. Und das Lustige ist ja, die spielen da mit der Standardklasse, da ist ja Geist drinne. Und ich glaube, die wissen gar nicht, die wissen das überhaupt nicht. Da bin ich mir sicher, dass es die nicht wissen. Dass der Geist die übelst abfuckt. Also die checken gar nichts. Keine Ahnung, das glaube ich, checken die gar nicht. Danach hat er die Elsat gespielt. Checkt er auch gar nicht, dass es abfuckt, dass er schon scheiß Zielsucher oder so spielt. Checkt er überhaupt nicht. Und zum Schluss war das Lustigste, also da hat er die M1216 herausgeholt. Also die Vierschuss-Shotgun. Und das war richtig lustig. Der hat gar nicht gecheckt, dass die Fallout, also dass die 4 Schuss hintereinander schießen kann. Da hat er einzeln drauf gedrückt, dann hat er zuerst mal gewartet. Und dann hat er nach einer Minute, oder eine Minute nicht, aber unübertrieben, nach vielleicht 5 Sekunden oder so, hat er nochmal geschossen. Keine Ahnung, es war so ein richtiger No-Hand. Das war einfach so ein richtig geiler Triple-Nuklear-Gegner. Und heute Morgen, ich habe schon wieder so oft gefailt. Das ist, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich werde euch auch demnächst mal meine Stats zeigen. Dann seht ihr mal, wie viel Brutal und wie viel Nuklears ich nur habe. Und ja, meine beste Waffen und sowas werde ich euch alles zeigen. Keine Ahnung, Controller-Eigenschaften und sowas. Er hat hier übrigens auch noch, glaube ich, eine 40er Gunstreak rausgehauen. Mit der Tag 40. Ich habe keine Ahnung, wie ich glaube, die heißt Tag 12. Ich weiß es aber wirklich nicht. Tut mir leid. Ist auf jeden Fall recht nice jetzt Gameplay, muss ich schon sagen. Jetzt hat er auch endlich die Gauner-Tarnung, der kleine Gauner. Und ja, gut, ihr merkt schon, ich laber mal wieder nur Scheiße raus. Aber naja, ich denke mal, ich werde das Commentary heute ein bisschen früher beenden. Es tut mir leid, ich habe wirklich echt Bock, ein bisschen mit Musik und so mal Soundeffekten so zu arbeiten. Aber ich kann das einfach nicht, ich habe einfach nicht die Möglichkeiten, weil ihr wisst ja, dieses scheiß Urheberrecht, scheiße, das. Keine Ahnung, ich darf halt einfach nicht aus YouTube eins runterladen, so ein Sound, so einen kleinen Clip oder so, darf ich halt nicht runterladen und verwenden, weil, ja, ihr wisst ja, Urheberrecht, scheiße und sowas, aber ist ja auch scheißegal. Ich denke mal, ich weiß nicht, ich habe jetzt meinen Kollegen gefragt und er hat gesagt, er hat jetzt im Moment nicht so viel Zeit und keine Ahnung, er wird es mir vielleicht in einem Monat oder so machen. Ich denke mal, das wird Nein heißen, er wollte nur nicht Nein zu mir sagen, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe ihn ja auch, ich hätte auch gar keinen Bock irgendwie dafür jemand anders sowas zusammenzustellen und ewig, ich weiß ja nicht, auf jeden Fall habe ich jetzt auch schon viele Clips erspielt für meine Montage oder auch, keine Ahnung, Top 20 Kill-Feeds oder so, keine Ahnung, was ich daraus machen werde, auf jeden Fall habe ich da so einen Ordner angelegt und ja,
Auf jeden Fall freut dich auf das nächste Gameplay. Das wird die Execution, das wird die B23R sein. Naja, Leute, ich beende es jetzt heute ein bisschen früher. Naja, macht's gut, Leute, und haut rein. Ciao. Na los. Verbündeter Orbitalsatellit on. Stellung gehört uns. Moment! Drohne steht bereit. Abschuss bestätigt. Konterdrohne in Bereitschaft. Lade nach! Drohne nähert sich. Verbündete Konterdrohne. Warte! Verbündete Drohne. Die Zeit ist fast um. Orbitalsatellit erwartet Befehle. Stellung abgeriegelt. Feinde haben die Konterdrohne zerstört. Orbitalsatellit ist online. Konterdrohne wehrt sich.